Freuen wir uns nun auf eine weitere Folge unserer beliebten Serie. Na, vielen Dank auch. Jetzt versaut uns die Heute-Show auch noch Weihnachten. Ganz genau. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, lassen Sie uns mal über Obdachlosigkeit sprechen. Ja, ich weiß, hat keiner Bock drauf. Das Thema versaut die Feststimmung und es macht Angst. In Zeiten explodierender Mieten fragen sich inzwischen viele, könnte mich das auch eines Tages erwischen? Man schätzt, dass bei uns in Deutschland 52.000 Menschen auf der Straße leben, plus wahrscheinlich über 1 Million sogenannte Wohnungslose, die zum Beispiel bei Bekannten unterschlüpfen. Genau wissen wir das leider nicht, denn dazu müsste man, keine Ahnung, nachzählen? Man weiß statistisch alles, wie viele Bergziegen und wie viele Zwerghasen es in Deutschland gibt, aber wie viele Menschen ohne Wohnung dastehen, weiß man nicht. Ja, das ist übrigens das erste Mal, dass es in der Heute-Show um Ziegen geht und es hat nichts mit dem türkischen Präsidenten zu tun. Ist aber eine völlig andere Geschichte, meine Damen und Herren. Ja. Wir kommen vom Thema ab. Obdachlosigkeit, das ist sichtbare Armut, bei der wir uns gerne sagen, die Penner sind doch selber schuld. Ja, aber damit macht man es sich ein bisschen zu einfach. Klar, oft sind da persönliche Tragödien und Drogensucht im Spiel, aber natürlich hat es inzwischen auch mit Wohnungsmangel zu tun, mit Mietwucher. Allein in Berlin haben sich die Mieten in den letzten 10 Jahren quasi verdoppelt. Deswegen sagt ja dieser linke Sozialromantiker völlig zu Recht, wir müssen dabei davon ausgehen, von einem normalen Durchschnittsverdiener, von einem vielleicht auch Einverdienerhaushalt, der muss es sich auch leisten können, in den großen Städten in Deutschland noch zu wohnen. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann haben wir ein ernsthaftes Problem. Ey Friedrich, wir haben ein ernsthaftes Problem. Jetzt. Wobei, wenn er wir sagt, dann meint er natürlich ihr. Denn seine Firma BlackRock, er bleibt ja im Aufsichtsrat, ist Anteilseigner von Vonovia und Deutsche Wohnen. Denen gehören 700.000 Mietwohnungen. Und genau diese Firmen haben mit Modernisierung und anschließender Mieterhöhung mit dafür gesorgt, dass sich Normalverdiener deutsche Innenstädte nicht mehr leisten können. Hier, jetzt nicht im Heute-Show-Fanshop, der Vonovia Adventskalender. Da wird tatsächlich jeden Tag ein Schoko-Nikolaus aus seiner Wohnung rausgeklagt, weil er sich die sanierte Butze nicht mehr leisten kann. Das geht den ganzen Dezember so. Und am 24. schmeißt man dann sogar Maria, Josef und das Jesuskind raus. Und vergesst euren scheiß Esel nicht. Frohe Weihnachten mit Vonovia. Ja, zieht doch nach Bethlehem. Die Faustregel lautet, wenn man mehr als 30% des Nettoeinkommens für Miete zahlt, dann wird's eng. Inzwischen geben rund 40% der deutschen Mieter mehr aus. Ja, Stand heute. Gleichzeitig haben unsere Städte über Jahre Sozialwohnungen verkauft. Der Trend ist klar. Auch arbeitende Menschen können sich irgendwann das Wohnen schlicht nicht mehr leisten. Und im Fernsehen gibt es sogar schon ein völlig neues Genre. Reporter spielen obdachlos. Mein Name ist Sascha Wisley und ich bin ab heute obdachlos. Mir ist schon richtig frisch, ehrlich gesagt. Mir wird jetzt schon kalt. Es ist echt schweinekalt. Bereits nach wenigen Stunden muss Christoph abbrechen. Können wir bitte irgendwo reingehen? In der Kälte zu pennen ist nicht schön. Hör doch auf! Ist gar nicht schön. Gut, dass ihr das endlich mal bewiesen habt. Gerade mal ein paar Stunden hat der Sat.1-Penner durchgehalten. Dann ist er weinend bei Starbucks zusammengebrochen. Hier, ja, jetzt sogar als Jochen-Schweizer-Gutschein die Erlebnis-Doppelstunde Obdachlosigkeit. Powered by Emotion, meine Damen und Herren. In Dortmund haben sie bis neulich übrigens Knöllchen verteilt an Obdachlose. Und in Ungarn ist Obdachlossein offiziell ein Verbrechen. Auch eine Art, das Problem anzugehen. Immerhin kümmern sich bei uns in Deutschland Kirchen und private Helfer, wie zum Beispiel Ärzte. Gleichzeitig sagt die Stadt Berlin, sollen doch unsere Verkehrsbetriebe ihre U-Bahnhöfe zu Schlafsälen machen. Der Senat sieht die BVG in der Verantwortung. Sehen Sie das als eine Zumutung an? Sagen wir mal so, wie ich sehe, wir sehen uns in der Verantwortung, Menschen von A nach B zu bringen. Und das möglichst schnell und möglichst pünktlich und möglichst ohne Stress und Ärger. Und nicht mal das können wir. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, nicht nur der Staat, nein, auch wir Bürger haben die eindeutige Tendenz, das ganze Thema zu verdrängen. Gerade in dieser Jahreszeit. Dennis Knossaller ist Gründer der Initiative Unser Weihnachten soll schöner werden. Er macht sich Sorgen um die besinnlichste Zeit des Jahres. Ja, ja, meine Frau und ich, wir lieben ja Weihnachtsmärkte. Alleine dieser Geruch, diese einmalige Mischung aus Frittierfett, Bienenwachs und Erbrochenem. Ja, wo hast du das sonst? Oder diese Nähe, wenn sich wildfremde Menschen an dir vorbeiquetschen. Ich sag immer, besser als gar kein Sex.
Ja, oder du kaufst dir irgendwas Geschnitztes aus dem Erzgebirge. Ja, und merkst schon auf dem Nachhauseweg, also diesen potthässlichen Scheiß, den kann ich ja wirklich für gar nichts gebrauchen. Es könnte so großartig sein. Aber leider gibt's da ein Problem, was mir wirklich den Kern des Fests, also das Shopping, verhagelt. Obdachlose. Wir können ja nichts dafür. Aber wie soll ich meine Champignons in Knoblauchschlotze genießen, wenn neben mir einer sitzt, der mir immer ein schlechtes Gewissen macht? Deshalb meine Aktion, unser Weihnachten soll schöner werden. Knossallas geniale Idee, die Obdachlosen werden mit wenigen Deko-Handgriffen zu einem Teil des Weihnachtserlebnisses. Zum Beispiel als lebende Weihnachtspyramide. Oder als Rudolf, das rotnasige obdachlose Rentier. Wenn jeder von uns jeden Tag nur einen Obdachlosen weihnachtlich dekoriert, dann macht das Einkaufen wieder Spaß. So, Schatz, haben wir alles? Nee, wir müssen noch zu Douglas. Unser Weihnachten soll schöner werden.